Hallo, meine Regale hin und her schiebenden Dreifachkassierer und herzlich willkommen zurück. Weiteren leichtig flauschigen Wünschen hier bei einem Supermarket Simulator. Ich bin natürlich schon wieder wie immer dabei gewesen, alles vorab zu erledigen, dass wir dann einfach heute wieder direkt starten können. Regale sind massiv gefüllt eigentlich. Das hier ist auch alles vorbereitet und ich würde sagen, wir kassieren ab, denn Ziel heute ist die nächste Lizenz. Ich will gerne die nächste Lizenz hineingeben, will natürlich aber ein Backup haben. Wir brauchen 2800, dann kriegen wir Krabbensteak, scharfe Soße, Schokoladeneis. Obwohl ich ja so ein bisschen eigentlich hier drauf spicke. Ob wir vielleicht den erstmal überspringen und darüber gehen, hätte ich schon irgendwie Bock, weil das ein komplett anderes Sortiment ist. Und dann könnte man halt einfach sagen, okay, weißt du was, wir springen einfach mal rüber und nehmen mal ein anderes Sortiment. Gut, wir haben nur einmal Chips dabei. Und einen Hummus, den kann man noch so unterbringen, aber ich finde das irgendwie so interessant. Vielleicht hüpfen wir auch auf die andere Produktlizenz rüber, damit wir uns das angucken können. Weil ich würde mir schon gerne, das hier sind ja so Sachen, Krabbensticks, okay, haben wir jetzt noch nicht, die Soße hatten wir jetzt auch noch nicht, Eis hatten wir noch nicht, Ketchup, Mayo, ja gut, aber der Käse jetzt, ja, ist die große Frage. Beides sind sehr interessant, also guck mal hier. Sind ja schon kurz davor, in den letzten Auffüller zu holen. Eigentlich interessant. So. Wie jetzt? Was war denn jetzt schon leer, dass du jetzt schon auffüllen musstest? Jetzt sagt nur, die haben jetzt schon. Ne, ich weiß gar nicht, was die jetzt aufgefüllt haben. Na hier. Oh, weißt du was? Ist doch ideal, wenn du die gerade schon aufgefüllt hast. Ne, mach mal bitte Benny und dann machen wir bitte Sugar. 1, 2, 3. Ist ja, kaufst du die einfach gleich schon wieder? Wir sind zwei. Tag startet schon wieder drunter. Aber, Kalaber, wie jetzt? Pablo Sugar wurde genützt. Der Pablo Sugar hat er schon benutzt. Schade, Marmelade. Ich dachte, das ist ja jetzt schon fertig, dann könnte man das so fertig machen. Einfach reinlegen, aber nein, muss der ja unbedingt nutzen. So, jetzt sind wir auf die 10.1 wieder drauf. Wie gesagt, nochmal ein neues Sortiment erweitern. So ein bisschen Bier wäre schon passend. Also, dann packst du hier das Bier dir hier rein. Und, Chips ist ja kein Problem. Guck mal, weißt du, was wir machen? Wir schieben dann die hier runter, den da runter, den Kuchen darüber und Chips da rein. Und dann hast du hier die Chips mit drin. Dann ist hier das sozusagen noch eine Süßigkeit drin und dann kannst du das nämlich hier auch im Lager machen und dann hast du das nämlich schon 1:1 übernommen. Das wäre eigentlich schon eine Idee. Oh, Entschuldigung, ich muss überstrecken. Ich jetzt gerade noch eine Morgenaufnahme. Heute muss ich mal nicht in Dienst. Heute aber dann zum Termin mit meiner Tochter ins SPZ, wenn das jemandem was sagt. nochmal eine Nachuntersuchung, weil sie Probleme beim Hören hat. Regulär bei der Sprache und alles und dann haben wir herausgefunden, okay, das ist ein Problem, was sie beim Hören hat und jetzt sind wir da gerade dabei, dort die ganzen Wege herauszufinden und zu gucken und zu machen. Ist halt so und ja, darum kümmern wir uns jetzt die Tage. Ist aber immer alles nicht so einfach, weil Ärzte sind dann immer so, ist das denn so wichtig? Nicht unbedingt, bla 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 bla. Aber deswegen ist es, ja, heute ein etwas lockerer Tag, aber auch nicht so locker, weil wir noch ein paar Termine zwischendurch haben. Und ja, jetzt möchte ich die Aufnahme, dann werde ich es erstmal rendern, also ihr werdet das ja nicht mitbekommen in diesem Sinne. Dann mache ich jetzt die Aufnahme, dann werde ich das ganz, ganz kurz rendern. Und dann im Anschluss werde ich die Zeit über die Aufnahme machen. Und dann so weiter und so weiter. Also so ist es immer bei mir, ich habe die Abläufe schon so ein bisschen drin, ne? Guck mal, es ist schön. Zwei Kassen sind schon ideal. Zur Hauptstoßzeit aber brauchst du schon die dritte. Und siehst du, schon läuft es mehr, weil das Geschäft leert sich dadurch besser. Mit drei Kassen stehst du schon besser da. Mal Licht an. Da willst du auch mal sehen, die Leute. Ich muss mal gucken. Ich überlege gerade, wann wir das holen. Am besten wäre es, wir warten den Tag ab. Den nächsten Tag öffnen wir diesmal nicht gleich, sondern nehmen das neue Sortiment mit hinein.
Das wäre was. Hier müssen wir jetzt wieder nur gucken, ob wir halt, siehst du, guck mal, zum Beispiel Reis und Macaroni kannst du dir schon mal auf der Liste schmeißen. Reis. Die Macaronskis. Plump. Dann hast du die nämlich schon drin. Ne? Naja, Nudeln, die Elo-Nudeln kannst du eigentlich auch schon reinpacken. Elo-Nudeln kannst du auch schon reinpacken. Hier ist noch gut gefüllt, gut gefüllt, gut gefüllt. Oder oben nimmt er das Öl schon wieder weg. Und hier ist aber mystisch schon einmal runtergegangen. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ist noch alles sehr, sehr gut in dem positiven Bereich. Aber guck mal, der Klopapier geht schon wieder raus. Ja, Klopapier ist wirklich so. Oh, warte mal, bevor die mir jetzt nämlich da irgendwas hinausziehen, ballerst du den da mal rein. Ist da? So, fertig. Alles sehen wir uns. Wir helfen natürlich immer so ein bisschen mit, aber jetzt ja hier gerade nur eine dezente Überwachung machen. Und der hier, der kommt jetzt mal raus. Der wird ab dann nämlich damit dazu gehen. So, ab da dann dazu gehen und da kommt dann später das Bier rein. Aber so passt das, genau. Guck mal, dann hast du da den. Dann machst du hier ein Freiding und bub, bub. Dann sieht schon alles passend aus. So, wie sieht es denn jetzt hier weiter aus? Schokolade kannst du eigentlich auch schon wieder nachbestellen. Da ist schon eine wieder raus. Müsli hatten wir ja gesagt. Den hier. Oh, Kaffee sind aber immer noch zwei, ne? Genau. Aber die Teesorten kannst du jeweils einmal nachbestellen. Das wäre eine sehr, sehr gute Sache. Denn dann wird die nämlich auch schon wieder drinne. Oh, warte mal, das geht jetzt raus. So was, wir kaufen die jetzt einfach mal nach, weil die gleich eh jetzt zumachen alles. Und dann haben wir zumindest einen kleinen Teil nachgekauft, weil jetzt ist gleich um 9 und dann ist jetzt sozusagen Bestellschluss. Was ich auch noch nicht weiß, ist, ob das mal jemand getestet hat. Wenn du jetzt Cut machst, wenn du jetzt Cut machst, haben wir immer 8 Nudeldinger drin, das war eigentlich mal doof. Egal. Ob der denn die ganzen Sachen noch nachbröstet oder ob er dann sagt, nope. Pech gehabt, hast den Tag nicht zu Ende gespielt, kriegst du die Geld nicht. Was ja in dem Sinne auch so ist, hier gehst du früher raus, dann kannst du ja da auch nicht sagen, oh, kannst du mich jetzt bezahlen? Ja, mein Freund. Letzte Mal ein bisschen zu Ende gearbeitet. Irgendwas hat er da aus dem Regal. Kaffee ist jetzt gerade am Ende ganz schön rausgegangen. Habe jetzt aber auch gar keinen neuen nachgeholt. Ne? Also Kaffee habe ich jetzt nichts Neues geholt. Müssen halt warten. Kommt der dann nächsten Tag, dann können wir Kaffee wieder nachfüllen. Schwarzer Kaffee ist komplett leer gegangen. Letzte Kaffee ist hier komplett leer gegangen. Ja, das ist das Problem. Du kannst halt, ich würde es am liebsten so machen, dass du mit Autobestellung und so, das wäre halt genial, dass du halt sagst, im Lager möchte ich immer wum, 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 wum haben, bestellen ab, wum, 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 wum. Das wäre noch so ein cooles Feature, was man das reinbringen kann. Also, dass du es irgendwann so schaffst, deinen Laden wirklich zu automatisieren. Weil du sagst dann, okay, wir haben das so und so und so und so muss es dann noch aufgefüllt werden, so und so wird es dann gepackt. Weißt du, was ich meine? Dass du immer sagen kannst, ich habe im Lager so und so viele Sachen. So, dass du zum Beispiel sagst, ich mache von jedem 20. Einfach Beispiel. Ich mache von jedem Produkt 20, wird aber erst nachgekauft ab 5. So läuft es dann einfach im Lager. So, das heißt, du hast 20, kaufst auf 20 auf. So, geht runter auf 5. Bumm, bestellt wieder nach. Kommt die nächste Bestellung. Bumm, dann läuft das erstmal wieder runter, bis du auf 5 kommst. Und ab da bestellt er dann wieder. Oder unter 5. Also ab 5 bestellen heißt ja sozusagen, dass wenn er bei 2, 3, 1, 0 ist zum Bleistift, dass er es dann nachbestellt. Das wäre halt ideal. Aber dann müsstest du dann auch wieder so schreiben, dass das passt. Nicht, dass es dann so ist, so, oh ja, er bestellt nach. Aber du hast dann gleichzeitig die Jungs mit den Kartons. Ne? Das ist nicht mehr drin. Jetzt muss ich nachbestellen. Hast nichts mehr da. Ach du Heilige, guck mal, ich habe jetzt ein ganz schönes Minus gemacht von meinen Bestellkosten her. Oh, Erdnussbutter und Labersalz. Labersalz. Erdnussbutter und Labersalz gehen hoch.
Oh, da sind wir bei 3,30. Bei 3,30. Und hier sind wir bei 6,80. Und zwei Produkte sind aber wieder runtergegangen. Lass die jetzt auch erstmal nachfüllen. So, welche Produkte sind denn runtergegangen? Elu-Nudeln und 6er Milch. Elu-Nudeln und 6er Milch. Ist runtergegangen auf, ja gut, 8,30, das geht. Und ein 6er Träger Milch. Wo habe ich die denn immer hingestellt? Oh, deswegen, ich verkaufe gar keine Milch, weil ich das hier falsch aufgefüllt habe. Ach du Jemine. Ich habe hier was echt falsch aufgefüllt. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ach du Jemine, wann habe ich mit der Fehler denn passiert? Hat gewundert, 6er Milch ist immer noch drinne. Okay, Leute, okay. Ja, gut, sind wir bei 2,50 und 70 Cent weniger, ist trotzdem noch gut. Und die Elo-Nudeln hatten wir ja schon angepasst. Genau. Okay, Leute, okay. So, pass mal auf, 13.500. Dann gehen wir jetzt mal hier rein, machen meiner Verwaltung die Rechnung. Flum, flum. Lizenz, flup. So, wir haben jetzt nämlich Bier. Ein neues Dings drin. Ja, gut, jetzt ist klar, jetzt wird es gleich wehtun. Jetzt wird es gleich wehtun wahrscheinlich. Mal, oh, warte, Kühlschrank? Kühlschrank? Wie Kühlschrank? Bier im Kühlschrank lagern? Nein, eigentlich lagerst du das doch erstmal im Regal. Natürlich ist das jetzt ein kleines Missgeschick. Okay, pass mal auf, wir machen das so. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, bestellen, klack, klack. 2, 1, 2, so. Ja, schönes Fässle hier. Schönes Fässle hier. Oh. Das sieht aber gut aus. Das sieht aber gut aus. So, hier haben wir jetzt diesen Humus. Humus kannst du hier, genau. Packst du Humus hier unten rein, dann ist das okay. Ja, packst du gleich zweimal rein und dann passt das doppelt. So, Humus drin. Das ist Bier ist drin. So, dann was haben wir hier? Ah, schönes Fässle. Die sehen irgendwie voll cool aus. Ey, wir müssen unseren Leuten ja hier auch wirklich mal die Möglichkeit geben. So, warte mal, du warst da. Oh. Hat er echt kyrillische Zeichen genommen? Wir stellen es jetzt erstmal so wieder aus. Ja, das ist ganz normal. Wir stellen es jetzt erstmal so wieder aus. Müssen wir dann aber gucken. So, warte mal. Ich mache sie das mal mit Doppelanbieten und dann werden wir später uns das ganze Ding nochmal anpassen. Aber das machen wir alles dann. So, Schibili Chip Chips. Genau, warte mal. Schibili Chip Chips. Ich ziehe dich da runter. Ich ziehe dich. Nein, lass mal da drin. Ich ziehe dich da runter. Schau mal ab. Zieh mal den da raus. Und dann ballerst du die hier mal rein. So, dann kann ich dich hier. Mist, die Box passt wieder nicht. Ich glaube, du hattest. Habe ich ihn da rausgezogen, aber da reinpassen tut er nicht mehr. Ja, kriegst du oben drauf. So. Ich glaube, die Box war der hier, ne? So, dann machst du den da, dahin, dahin. So. Ah, das ist ein bisschen umgesortiert. Aber das. Jetzt ist es immer witzig, einfach wenn dann doch ein bisschen das umstrukturiert werden muss, dass
dann hat das schon irgendwie einen Stil. So, pass mal auf. Wie haben wir es jetzt gemacht? So ging es dann jetzt. Mist. Mist, 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 Mist. Ja, heute werden wir nicht ganz so viele Tage erleben, dann durch. Heute werden wir dann nicht ganz so viele Tage erleben. Aber das ist nicht schlimm. So, der ist schon mal abgesichert, ja? Der ist schon mal abgesichert. Meine Güte, ist das viel. Die Sachen, die gehen dann, genau. Oh, guck mal, da haben wir ja nochmal Chips drin. Dann ist die Chipspackung ja auch schon ein bisschen vorbestellt. Denn dann haben wir da auch gar keine Sorgen. Dann kann der drei, vier Mal aufladen. Jetzt haben wir Maus. Oh, guck mal, das geht hier noch rein, oder? Ah, ja, was auch immer das jetzt aber sein soll. Keine Ahnung, warum es in so einer Packung daherkommt, kenne ich nicht. Aber ich glaube, das ist amerikanisch zum größten Teil jetzt angelehnt. Ich glaube, es ist teilweise amerikanisch angelehnt. So, ich brauche einen neuen. Brauche hier einen neuen Dings. Einen neuen Kühler, glaube ich. Ah, ich weiß aber, wo Hummus hinpacken. Da. Ja, ich brauche einen neuen Kühler. Mist! Ich brauche einen neuen Kühler. Lalalala. Bum, bum, bum. So. Danke dir. Und Bierchen, genau. Als allererstes gibt Bier, bevor wir die guten Getränke bekommen, gibt es erstmal Bier. Na gut, das ist ja mal aus der Ansichtssache, ob Bier nicht besser. Manche sagen, Bier ist das Produkt. Und manche sagen, eher, nein, bloß kein Bier, bla bla bla. Ist ja auch mal eine Frage, trinkt man Alkohol oder nicht? Ich muss sagen, ich bin schon sehr weit weg vom Alkohol. Hab früher schon nicht viel getrunken und heute eigentlich gar nicht mehr wirklich. Also wirklich gar nicht mehr. Irgendwie ich weiß nicht, ich finde daran nichts. Ich komme irgendwie nicht so. Weißt du, was ich meine? Hast du einfach manchmal, dass du bei manchen einfach da nicht rankommst. Selber dann dastehst und dir denkst so, musst du jetzt eigentlich nicht unbedingt, ja, dann lässt du das. So in dem Dreh ist das eigentlich. Machen wir auch wieder doppelt, ne? Und dann bestellen wir beides zweimal nach und dann da auch hier nochmal Wodka und Co. nachbestellen, kommst du nochmal eine ganze Menge, aber dann ist es auch erstmal drinne. Und die Leute kaufen dann nochmal einmal mehr was ein, wodurch wir dann gucken können, ob wir das Geld dann wieder reinbekommen. Und wir sind fast Laden, Supermarkt Level 431. 34. So, pass mal auf. Also, wir müssen von hier nochmal nachbestellen. Von hier nochmal nachbestellen müssen wir auf jeden Fall den zweimal. So, boah, guck mal, kommt nochmal 900 rein. So, das Fessler, das kommt dann. Ja, hier hast du das Problem, da brauche ich wieder zwei. Hier brauche ich wieder zwei. Dann hattest du den da drüber, genau, Flumm. Weil die nämlich nur einzeln reinpassen. Das ärgert mich so ein bisschen, dass die dann nur einzeln so reinpassen. So, musst du dann nehmen, dann ist es halt so. Gute Wurdiger, ja, siehst du, Wodka ist genauso das Blöd. Nee, warte mal, Wodka nicht. Wodka kannst du doppelt lagern. Die Kiste ist ein Ticken kleiner. So. Und dann, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Jetzt brauche ich dieses Regal. Das stelle ich mir jetzt hier mit ran. So. Und da kommt dann der. Was, die kannst du beide oben hinpacken. So, oh yeah. So, neues Sortiment mit eingepflegt und ich würde sagen, wir legen dann einfach los. Von allem haben wir noch irgendwie ein bisschen was da. Das heißt, wir können jetzt einfach mal loslegen. Ich würde jetzt nicht zu viel Investment machen, sondern eher gucken, weil wir werden jetzt nicht mehr viele Tage spielen. Und, oh, warte mal, nein, verdammt, ah, Hilfe.
Marktpreis. 12,60. Warm. Marktpreis. 12,30. Warm. Marktpreis. 26,80. Boom. Schibili Chip Chips. 6 Dollar. Hopp. Hier hast du 3,5. Dann machst du 3,50. Hier ist das, da bist du bei 4,70. So, und dann natürlich noch Humus. 4,50. Uff. Ist schon. So. Ah, gut, jetzt bin ich mal gespannt, aber wie, wo und was. Jetzt hatten wir vorher immer nur die haushaltsüblichen Mittel. Jetzt, ja. Das Problem ist ja im Endeffekt, wenn du so mal guckst, wenn du Läden führst, und zum Beispiel du machst eine Imbissbude oder sowas, musst du ja leider auch immer die, ja, wie sage ich es, die Alkoholiker bei dir behalten, weil das hast du auf jeden Fall immer eine Einnahmequelle, weil die den Alkohol da kaufen, selbst wenn der teurer ist als im Supermarkt. Das ist einfach so, weil du bei dir dann auch so ein bisschen, ja, nicht nur den Alkohol kaufen, sondern auch so ein bisschen noch Plus machen, also mit den Leuten dann da reden können und so weiter und so fort, das ist für sie auch ein bisschen Geselligkeit, die sie halt einpflegen lassen können. Und das ist für die schon so ein kleiner Punkt, der sehr wichtig halt ist. Aber ich bin jetzt auch kein Spezialist, dass ich sage, dass das so stimmt. Na, also vergesst das bitte nicht, aber das ist so meins, was ich mir erdenke. Und nur weil ich mir denke, heißt es nicht, dass es richtig ist. Genau, ich guck mal, da kannst du ja Wodka mit O-Saft irgendwie machen, gibt's doch, ne? Wodka mit Cola und was es nicht alles gibt, kannst du alles schön mischen. Och Mann, ey, was macht ihr denn hier? Das ist genau ein Karton eigentlich. So, der für den nehme ich jetzt weg. So. So, siehst du, jetzt hast du eigentlich schon Großteil wieder weg, weil jetzt hast du es auf einen Karton gemacht. Dann wird er immer auf 1, 2, 3 Hähnchen kannst du eigentlich schon mal dazu bestellen, weil die gehen auf jeden Fall raus. 1, 2, 3. So, und was haben wir jetzt noch, was wir nachbestellen sollten? Händeringend. Ja, ich habe es gesehen. So, jetzt hat es aber im Endeffekt ganz schön wehgetan. Aber was willst du machen? Wird er den jetzt dann mal rauskaufen, ihr Schweine? So. Hähnchen. So groß legen wir erstmal noch ab. Hähnchen. Und dann noch einmal Hähnchen. So, und jetzt müssen wir mal durchlaufen lassen. Dann sehen wir das mal. Wie es vom finanziellen Wert jetzt dann ist. Du musst halt, das Problem ist wirklich echt, dass du immer wieder so ein bestimmtes Grundinvestment brauchst, das hineinpackst und dann musst du halt auch eine Menge herumkommen. Hier kannst du aber auch keinen richtigen Plan schüren, wie ist der Kunden. Das war zum Beispiel bei Big Ambition ist das halt, kann ich wirklich jemandem empfehlen. Da kannst du wirklich so ein bisschen über was auch das Management so ein bisschen lernen. Ist trotzdem ein Spiel, ja, aber da hast du schon so ein paar Dinger, die sind ja wie so ein bisschen aus dem Reellen, weil du musst dann auf bestimmte Dinge eingehen, bestimmte Sachen beachten, etc. pp. Hätte er jetzt mal den Sushi kaufen, Leute? Jetzt habe ich das Sushi da stehen und ich kann es gerade nicht zu Ende auffüllen, weil genau eine Schachtel zu viel drin ist bei diesem großen Teil. Oh, warte mal, der ist schon, der ist noch nicht leer, aber. Oh. Die ersten Biere werden schon gehabt, aber das noch nicht, das noch gar nicht. Eher so die Flaschen nimmst du. Ja, heute nicht mehr mal zwei, morgen nicht mehr mal drei. Und das ist ja hier so eher Party-Ding. So, wenn sie mit Wochentage das noch einführen würden, dann hast du zum Beispiel Sonntag geschlossen und sowas. Das ist schon cool. Also kannst du zum Beispiel einstellen oder du machst mit Sonntag einen Zusatzverkaufstag und und. Und mit den Mitarbeitern, das war bei Big Ambition halt wirklich geil. Du hast dann deinen Laden eröffnet, dann musstest du festlegen, von der Arbeitszeit her, sagtest du zum Beispiel, wir haben geöffnet von. Bist. Am Anfang hast du das alles noch selber gemacht, bis du einen Angestellten hattest. So, dann machst du zum Beispiel deinen Laden öffnet von 8 Uhr bis 8 Uhr. Dann hast du 12 Stunden. Und dann hast du dir zwei Mitarbeiter eingestellt, sozusagen, wenn du 5 Tage Woche nur hattest. Dann hast du die halt eingestellt und dann sind die dann gekommen und haben dann gearbeitet. Dann ist der nächste gekommen, hat wieder gearbeitet. Und dann musstest du doch noch gucken, habe ich einen Teilzeitmittelarbeiter oder habe ich einen Vollzeitmitarbeiter, etc. pp. Dann hast du zum Beispiel so, konntest du ja auch so machen bei 12 Stunden.
Ja, okay, ich habe einen Teilzeitmitarbeiter, ich habe einen Vollzeitmitarbeiter eingestellt. Dann hast du den in der Frühschicht, hast du den Vollzeit arbeiten lassen und in der Teilzeit hast du den am Nachmittag einfach ein bisschen arbeiten lassen, wodurch du dann die finanzielle Auslastung wirklich komplett gelegt hast und komplett konnten die sich darum beschäftigen. So, dann haben die dann gekauft und alle verkauft, etc. pp. Und dann hat das halt alles so ein bisschen ausgerechnet und irgendwann war da noch mal einer krank, dann musstest du halt, hattest du den Manager einen Bereich eingestellt, der dann gesagt hat, okay, wir haben jetzt einen Krankenfall, deswegen müssen wir einmal aufpassen und jemanden anderen für den Tag besorgen. Eine Krankenvertretung oder sowas konntest du dann da auf dem Markt machen. Das ist dann so eine Tagesbezahlung bei denen. Ist glaube ich in Amerika sogar so, dass sie dann sagen, ja, yeah, wir haben heute einen Job für euch, ihr müsst das und das machen. Kriegt so und so viel. Sind da nicht unbedingt ausreichend, aber für die ist es ja zumindest erstmal ein Tag Geld. Ein Tag, wo sie Geld verdienen können. Guck mal, der hat schon einmal nachgefüllt. Ach du Heilige, Kaffee ist leer. Und Makaroni sind leer. Okay, weißt du was? Weißt du was? Wir kaufen jetzt einfach schnell, damit wir die nachfüllen. Weil Kaffee ist ein Selbstläufer eigentlich, weil der natürlich klar ist. Kaffee. Kaffee ist ein Selbstläufer und Makaroni sind eigentlich auch immer was sehr oft gekauft wird. Du könntest dann auch beim Big Ambition halt auch viel auf die Bereiche dann eingehen. Du könntest da ein paar Sachen dann ein bisschen festzwirbeln und so weiter. Das war schon ganz cool. Hast zwar auch recht viel noch am Anfang. Ich glaube, da war auch noch nicht so, dass du es mit Dings eingestellt, dass das dir hingeliefert und ausgepackt wird. Aber so in dem Dreh war das halt dann schon. Ne? Also ist schon, also ist auch für euch nochmal eine Empfehlung. Ist zwar doof, immer Spiel vom Spiel zu investieren, aber ich bin immer, jedes Spiel ist irgendwann ja auch ausgereizt. Und dann empfiehlt man einfach andere Spiele, die aufeinander aufbauen. Also, und Big Ambition ist dann halt nur ein bisschen größer. Da kannst du auch einen Supermarkt führen, aber du hast dann, kannst ein Kleidergeschäft führen, du kannst ein Juwelierfachgeschäft führen und so weiter. Du musst halt dann gucken, wie du da auch spielst und sowas. Da habe ich auch ein Let's Play, also falls ihr mal euch das auch angucken wollt, auf dem Kanal gibt es ein Let's Play dazu, zu Big Ambition, wie sich das verhält. Das ist aber auch schon ein bisschen her, da gibt es auch schon wieder einige Updates und ist halt wirklich auch super interessant. Da läufst du auch noch herum, kannst ein Auto haben und so weiter. Du hast da auch schon so ein bisschen minimale Sim-Aktivitäten mit dabei. Also, es ist schon auch einiges da. Oh, guck mal. Wir haben euch noch gut verkauft. Wir sind auf 10 Riesen hoch. Klar, noch nicht so viel, weil wir jetzt ja dann die Lizenz hatten und dann Produkte und so. Und wir werden es dann in der nächsten Folge einfach machen, dass ich dann nochmal zwischen den Folgen auffülle. Da gehen wir nochmal ein bisschen dann vom Finanziellen nach unten. Aber dann füllen wir nochmal auf und dann lassen wir wieder ein bisschen laufen und dann gucken wir mal, wo es als nächstes hingeht. Und du darfst nicht vergessen, wir haben den ja neu geholt. Der ist ja auch neu, ne? Das ist ja auch nochmal ein extra Clou, den wir nochmal gemacht haben. Ich weiß nicht, ich finde das mit der Blaukombination einfach irgendwie toll. Blaues Kleid, die blauen Haare, dann bist du noch blaue Schuhe, irgendwie, das hat irgendwie was. Na, guck mal, die macht sich einen gemütlichen Chips an. Vielleicht tunkt sie die Chips auch noch in den Honig. Gibt es ja auch einige, die das gerne mal machen. Oder eine bestimmte Soße, oder. Da gibt es ja schon einiges. So. Oh, 10,5. Wir sind nochmal auf 10,5 gekommen. Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Dafür, dass wir ja wieder Erweiterungskosten von 3.875 hatten. Dann hatten wir noch das hier. Also, wir hätten Lokantaui wieder drin gehabt. Aber, guck mal. Teschu-Bier. Ja, mal gucken, welcher ist denn das? Dann bist du das hier, ne? Du bist das. Du bist das. Du bist das. So, ist hochgegangen. Genau, die füllen jetzt die Sachen noch auf. Dann werde ich nochmal eine Runde Nachbestellung machen, dass wir hier alles gerade ziehen, festziehen und sicher machen. Und in der nächsten Folge starten wir dann einfach hinein und gucken mal, ob oder ob nicht wir dort wieder in eine neue ein neues Ding investieren halt, ne? Lager ist ja trotzdem noch recht ordnungsgemäß gefüllt. Guck mal, Fleisch noch genug da. Das musste ich ja alles zwischen den neuen Folgen wieder
nachbestellen. Und das haben wir jetzt ja mal nicht machen müssen. Deswegen, das geht eigentlich so. Wir sind immer noch über 10,3. Ich finde das eine gute Sache. Wir haben jetzt ein neues Produkt auf Lager und wir, also neue Produkte auf Lager und wir haben sozusagen auch eine Sortimentsvergrößerung. Und dann bin ich auch mal gespannt mit den X'en, wie es da denn aussieht. Aber ich weiß auch noch nicht. Ich bin auch Level 34. Ist ja nicht schlecht. Eigentlich kommen wir gut voran. Mal schauen. Kommt Zeit, kommt Reiter, kennt das ja. Und für heute war es das aber erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann, wie gesagt, war höchstwahrscheinlich geht es um eine neue Lizenz, die wir mit hinein upgraden werden. Und dann könnten wir auch, glaube ich, bald schon unseren nächsten Auffüller hinzuziehen und dann wird das ganze Ding hier noch lustiger und interessanter. So, und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss!